treibende Kraft. Man hätte ja auch vorher mal eine Befragung machen können, wer sich denn eigentlich impfen lassen will, bevor man dieses Geld ausgibt. Und dann hätte man danach die Bestellung eintüten können. Man hat aber hier Muskeln zeigen wollen. Man hat der Bevölkerung im Angesicht einer Bundestagswahl, das gilt für beide Seiten, zeigen wollen, wie stark und toll man ist und wie man die Bevölkerung schützt. Und dabei ist irgendwo der Sachverstand auf der Strecke geblieben. Millionen ausgeben zum Schutz vor einer Krankheit, die harmlos ist? Auch in Frankreich beginnt man das Prozedere zu hinterfragen. Doch nur wenige Politiker äußern bislang Kritik. Der Parlamentsabgeordnete Jean-Marie Le Guen fordert von Gesundheitsministerin Roselyne Bachelot mehr Klarheit. 94 Millionen Impfdosen hat die französische Regierung bestellt. Die Kosten dafür unbekannt. In der Presse spekuliert man über Summen zwischen 1 und 1,4 Milliarden Euro. Die Opposition kritisiert das undurchsichtige Vorgehen der französischen Regierung scharf. Der Handlung der Regierung fehlt es an Transparenz. Man weiß weder etwas über die wirtschaftlichen Entscheidungen, wie viel hat das gekostet und was hat man wirklich gekauft, noch weiß man, wer in die Entscheidungen einbezogen war und welche Pläne hat das Gesundheitsministerium bezüglich der Impfungen. September 2009. Der Gesundheitsausschuss der Nationalversammlung tritt zusammen. Die Gesundheitsministerin hält die Gefahren der Schweinegrippe auch 5 Monate nach dem Ausbruch nach wie vor für hoch. Die gesamte Gesellschaft ist von dem Pandemierisiko betroffen. Es ist ein globaler Einfluss. Die Sorge unserer Mitbürger ist real und berechtigt. Und wir nehmen sie ernst. Wie ich es schon sagte, die Regierung hat entschieden, dass sich jeder impfen lassen kann, der es möchte. Auch die französische Regierung will Stärke zeigen. Sie hat gleich 94 Millionen Dosen Impfstoffe gekauft, genug für fast 3/4 aller Franzosen. Erst jetzt beginnen Politiker Fragen zu stellen. Selbst die Mitglieder des Gesundheitsausschusses wissen kaum mehr als die Öffentlichkeit. Der Vorwurf an die Regierung, sie habe überreagiert, vorbei an der Bevölkerung. Man hat aufgrund der vielen Nachfragen ein wenig den Eindruck, und das bedauere ich, dass es im Moment eine gegenläufige Tendenz gibt. Die Zahl der Franzosen, die eine Impfung ablehnen, wächst. Es scheint, als haben die Franzosen mehr Angst vor der Impfung als vor der Grippe. Zur Art der bestellten Impfstoffe und ihrer Sicherheit gibt es noch viele offene Fragen. Ist es denn nicht ganz einfach möglich, auf den Internetseiten des Ministeriums eine Übersicht mit allen Impfstoffen und Herstellern zu veröffentlichen? Welche Impfstoffe es sind, welche Arten, also mit oder ohne Adjuvantien? Diese generelle Information muss es doch geben. In der Versammlung wird beschlossen, eine Kommission zu gründen. Die weiteren Maßnahmen, vor allem zur Impfung, sollen darin geklärt werden. Ein Anfang, wenn auch ein später. Im Moment ist es nicht so schlimm, denn die Pandemie ist nicht sehr bedrohlich. Es gibt zum Glück nicht viele Schwerkranke und Tote. Es ist aber klar, wenn bei einer dramatischeren Situation eine solch schlechte Kommunikation geherrscht hätte, dann hätte es weitaus mehr Probleme gegeben. Der H1N1-Erreger in seiner jetzigen Form scheint harmlos. Doch auf der ganzen Welt reagiert man in den ersten Monaten panisch. In Mexiko finden Fußballspiele vor leeren Rängen statt. Die U-Bahn in Mexiko-Stadt wird desinfiziert. Alle öffentlichen Veranstaltungen werden abgesagt. In Japan und China durchleuchtet man ankommende Passagiere am Flughafen mit Wärmebildkameras, um festzustellen, ob jemand Fieber hat. Besonders rigoros ist die Reaktion in China. Dort wird ein Hotel mit 200 Gästen unter Quarantäne gestellt, weil ein erkrankter Tourist aus Mexiko hier abgestiegen war. Die mexikanische Regierung protestiert. Es reiche offensichtlich aus, Mexikaner zu sein, um unter Quarantäne gestellt zu werden. 6 Staaten verbieten wegen der Schweinegrippe die Einfuhr von lebenden Schweinen und teilweise auch von Schweinefleisch aus Mexiko und den USA. Dabei ist längst erwiesen, dass die Tiere die Krankheit nicht übertragen. Die ägyptische Regierung ordnet die Tötung von 350.000 Schweinen an. Es kommt zu Ausschreitungen wütender Schweinezüchter.
Die Welt gerät in Panik durch ein Virus, das in seiner jetzigen Form nicht nur harmlos, sondern in seiner Grundstruktur bereits bekannt ist. Das erste sogenannte Schweineinfluenza-Virus wurde bereits 1930 entdeckt. Also erstens ist das Virus nicht neu, sondern es ist schon beim Menschen weit verbreitet gewesen. Das letzte Mal fiel er auf in den USA, als Soldaten von Vietnam zurückkamen und das Virus, ein Schweinevirus, aus Asien mit zurückbrachten und dort in Amerika an Menschen weitergab. USA 1976. Die Regierung rechnet mit 1 Million Toten aufgrund der Schweinegrippe und will dieser Bedrohung energisch entgegentreten. 45 Millionen Amerikaner lassen sich impfen. Experten stellen fest, dass mehrere hundert Menschen an aufsteigenden Lähmungen durch die Impfung erkranken. 25 sterben angeblich daran. Nur ein Patient erlag offenbar den Folgen der Grippe. Die Impfkampagne wird abgebrochen. Mit Schweinen hat das Virus nur bedingt zu tun. Die Viren haben sich zwar ursprünglich in Vögeln oder Schweinen entwickelt. Stark infektiös können sie aber nur werden, wenn sie von Mensch zu Mensch übertragen werden. Das passiert hauptsächlich beim Husten oder Niesen. In der überwiegenden Zahl der Fälle löst H1N1 eine relativ milde Form der Grippe aus, die schon nach wenigen Tagen abklingt. Erik ist seit einer Woche in Quarantäne. Er darf die Wohnung nicht verlassen und sollte möglichst keinen Kontakt mit anderen Menschen haben. Der Abiturient hat die Schweinegrippe, doch es geht ihm gut. Auf einer Klassenfahrt in Spanien haben sich Erik und 7 weitere Schüler angesteckt. Nach der Rückkehr bekam er Schnupfen und Kopfschmerzen. Die Symptome hielt der Schüler für eine Erkältung oder einen Kater vom Feiern auf der Klassenfahrt. So habe ich es halt gar nicht gemerkt und war halt ein wenig angeschlagen, also abgeschlagen, schlapp. Und dann bin ich sogar am nächsten Tag, samstags, noch zum Training gegangen. Und da habe ich dann gemerkt, okay, du kannst dir nicht so 100% geben. Dann habe ich halt aufgehört nach 1,5 Stunden und bin dann halt sogar noch mit Freunden abends dann weiter feiern gegangen. Und dann irgendwann am Sonntag war man natürlich ein bisschen platt, aber gut, das kann ja auch vom bisschen Alkoholkonsum und Training so eine Verbindung sein. Auch Eriks Mutter denkt zunächst an eine einfache Erkältung. 2 Tage nach der Rückkehr von der Klassenfahrt erreicht sie die Nachricht, 2 Mitschüler haben die Schweinegrippe. Und wie wir dann halt durch die Familienfeier zusammen saßen und kriegten dann einen Anruf von einem Klassenkameraden, sodass nichts Erkältung, sondern eher die Schweinegrippe da dran hängt. Dann saßen wir erstmal so, Ja, und nun? Erik ruft bei seinem Hausarzt an, um zu erfahren, was er tun soll. In der Praxis ist man wenig auf die Schweinegrippe vorbereitet. Ja, dann konnte die Arzthelfer mir aber leider nichts sagen. War selber ein bisschen überfordert mit der Situation. Da weiß ich jetzt nicht, was sie jetzt machen müssen. Sie müssen einfach vorbeikommen, müssen einen Abstrich machen. Ich nur, okay, klar, dann gehe ich halt mal hin. Und bin dann halt da einfach vorbeispaziert. Sie sah dann das Patientenzimmer, alles voll, brechend voll. Und dachte, oh, ja, können wir hier eine Bakterienparty machen. Der Arzt nimmt bei Erik einen Nasenrachenabstrich. Die in der Schleimhaut enthaltenen Erreger werden im Labor untersucht. In der Kölner Virologie hat man seit Ausrufung der Pandemie rund um die Uhr zu tun. Anfangs wurde bei jedem Verdacht ein Test gemacht. Nun sollen eigentlich nur noch die Proben von Risikopatienten untersucht werden. Dazu zählen jüngere Menschen mit chronischen Erkrankungen und Schwangere. Bei Erik bestätigt sich der Verdacht auf Schweinegrippe. Der Arzt verschreibt ihm Tamiflu. Das Medikament ist eines von 2 auf dem Markt, das gegen Schweinegrippe helfen soll. Es soll die Dauer der Krankheit im besten Fall um maximal 2 Tage verkürzen. Dafür sollte man es aber spätestens 48 Stunden nach Einsetzen der ersten Symptome nehmen. Bei Erik sind mehr als 4 Tage vergangen. Er bekommt Sodbrennen und ist ständig müde. Ob es mir jetzt wesentlich geholfen hat, das weiß ich nicht. Also kann ich nicht aussagen, weil die Symptome sind ja sowieso sehr schnell vergangen bei mir. Eriks Krankheitsverlauf war harmlos. Harmlos wie bei den meisten Patienten mit sogenannter Schweinegrippe. Doch worauf begründet sich die weltweit empfundene Bedrohung durch das Virus?
Virologen gelangen schnell zu der Erkenntnis, dass der Erreger weniger gefährlich ist als anfangs vermutet. Universität Bonn, hier forscht Professor Christian Drosten.